Um das Jahr 90, 95 nach unserer Zeitrechnung schrieb der Apostel Johannes auf der Insel Patmos die Offenbarung. Und die Offenbarung richtet sich zunächst an die Gemeinden, die dort in der Verfolgung und Bedrängnis waren. Und die eigentliche Botschaft der Offenbarung ist: Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Seid standhaft. Bleibt stehen und schaut auf Jesus. Und wenn du die Offenbarung unter diesem Gesichtspunkt liest, dann wirst du merken, er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Er ist der Sieger. Er ist der Überwinder. Er hat alles im Griff. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist absolut König und Herr. Er ist der Herr der Geschichte und es passiert nichts, was er nicht im Blick haben würde. Und ich möchte dir sagen, das gilt auch für dein Leben. Er sieht deine Situation. Er kennt dich. Er weiß, was dich beschäftigt und er hat dich im Blick. Und ich möchte dir gerne hier ein Bibelwort aus Offenbarung 1 zusprechen. Fürchte dich nicht, das sagt Jesus zu Johannes, fürchte dich nicht. Und du wirst feststellen, in der Bibel kommt dieses Wort immer und immer wieder vor, fürchte dich nicht, denn wir stehen in der Gefahr, dass wir uns fürchten. Es gibt so viele schlechte Nachrichten, so viele Probleme, so viele scheinbar unlösbare Schwierigkeiten, die uns bedrängen und bedrücken. Und die Bibel sagt, fürchte dich nicht, denn Jesus hat alles im Griff. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das A und das O. Er hat alles im Griff. Was immer deine Not ist, was immer du brauchst, alles im Leben. Wende dich an ihn, er hat es. Er ist immer die Antwort auf alle deine Fragen. Und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er ist derjenige, der den Feind besiegt hat. Er hat den Schlüssel der Hölle. Nicht der Teufel ist der Herr über die Hölle, sondern Jesus hat den Schlüssel der Hölle. Er hat den Feind, den Teufel, die Sünde, die Hölle, die Verdammnis, den Tod besiegt. Er ist Sieger, er ist Herr. Und das möchte ich dir zusprechen. Fürchte dich nicht, sondern schau auf ihn. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und vielleicht liest du einmal die Offenbarung unter diesem Gesichtspunkt durch, dass du dich ermutigen lässt davon, dass Jesus der Sieger ist. Gott hat mehr für dich.